So, Hallöchen, ich bin schon wieder da. Ich habe was vorbereitet. Ihr seht hier mein Arduino im Moment als Duomina Milanove oder Dicimila oder so, keine Ahnung. Da ist nicht der Arduino Uno Chip drauf, der 328P, sondern der 128 oder 168p oder sowas, keine Ahnung. So, ich habe da schon was vorbereitet. Hat ja gesagt, hier Fernbedienung, Infrarotrisshalber und eine LED dazu. Ich gehe mal ein bisschen dichter, vielleicht kriegen wir das dann noch ein bisschen hin. So, wenn ich jetzt hier auf die Dings drücke, sollte man sehen können. Die Fernbedienung macht's. So, wenn ich jetzt auf der Fernbedienung die 1 drücke, geht die LED an. Wenn ich die 2 drücke, geht sie aus. Ich kann nochmal 2 drücken, ist nichts. Aber man sieht, er empfängt hier was. Und bei 1 empfängt er auch was. So, ich mache mal wieder aus. Und dann sehen wir uns auf dem Monitor gleich wieder. Das Bild hier, das lasse ich drin. Ich habe hier auch schon das Oszilloskop soweit fertig. Das kann ich da ja noch mal anschließen. Hatte ich ja gesagt. Wo war jetzt hier? Ist das 1 zu 1 durch? Da müsste das der Signalpin sein. Und das der Groundpin. Nein, auch nicht. Kriegen wir noch einen Ground dazu? Ich habe jetzt nur 2 Ground. Achso, hier. Hier habe ich doch noch einen Ground. Geht das noch? Ja, was sagt das Ossi dazu? Ich muss mal kurz mal gucken. Gut. 1 und 2. Mal gucken, ob wir das eingefangen kriegen. So, also gehe ich jetzt auf den PC und ich hoffe, wir können das sehen. So, wir sehen jetzt hier schon einmal das Oszilloskopbild. Dann den COM-Port, also den Serialmonitor. Wenn ich jetzt die 1 drücke, ganz kurz, sollte hier was kommt. Tut mir leid, kommt nichts. Das wäre der Sketch. Den erkläre ich gleich. Nochmal Serialmonitor. COM7 ist nicht verfügbar. Willst du mich ver? Serieller Monitor. So, jetzt. Und wenn ich jetzt die 1 drücke, ganz kurz, sehen wir einen Code. 1675345. Der steht auch hier unten irgendwo. 245. Oh, wenn ich einmal ganz kurz die 2 drücke, ne, das war zu lang, kommen 2 Zahlen, einmal der Pin 2 und einmal Pin 2 lange gedrückt oder jede andere Taste lange gedrückt. Das ist ein bisschen blöd mit der Fernbedienung. Warum auch immer. So, beim Sketch, den habe ich mir ja nicht selber gesucht, das ist das Demo. Ich habe mir bloß die Dings Bibliothek dazu geladen. Also include Infrarot Remote HSK, initialisiere Receiver Pin 11 und dann wird das hier alles irgendwie so gemacht. Die Code bla bla, Serial soll er dann ausgeben, was da kommt in, was ist das jetzt, in Hex? Nee, in Dezimal. Ja, Dezimalcode. Pin-Mode 10 ist Output, Digital White Low soll am Anfang rot sein, aus sein, das ist die LED. Sollen wir dann eben ausgeben, wie der Fernbedienungscode ist. Wenn er den dann gelesen hat, den Code, macht er die LED an. Wenn er den Code gelesen hat, macht er die LED aus. Mehr ist es eigentlich nicht. Mehr brauche ich da eigentlich noch nicht zu sagen.
Und wenn ich jetzt hier nochmal wieder reingehe und nochmal 1 drücke, sehen wir, da kommt was und 2 kommt auch was. So, und Ossi, seht ihr auch schon, da kommt auch schon was. Ich verschiebe das mal. Kanal 2 ist klar, Volt ist klar. Ich mach mal langsamer. Drück mal die 1. Das ist ein negatives Signal. Kann man auch... mal DC mache, und dann springt er nach oben. Oh. So, er hat ein 5 Volt Signal, ne? Ja, müsste 5 Volt sein. Wo sind wir? Kanal 2, 1 Volt, 1, 2, 3, 4, 4,5, also knapp 5 Volt. Sollte so sein. So, kann ich jetzt hier einen Single Shot irgendwie machen? Geht das? Single. So, Kanal 2. Wait. Auto, Single, Kanal 2, Trigger Level. So. Vielleicht ist da ja einer unter euch, der das ein bisschen interpretieren kann. Vielleicht kann er mir dann da auch noch mal was sagen. Wenn das die Zahl, die zweite Zahl sein soll, die 16736925, dann müsste das ja Dezimal, ich weiß nicht, Hex. Soll ich mal ein Hex ausgeben? Soll ich mal die Zahl in Hex ausgeben? Ich könnte ich theoretisch mal machen. Das wäre Zahl 1 und das wäre Zahl 2. So. Also wenn das der Hexcode für 2 wäre, wäre FF629D. Muss mal gucken, vielleicht kann er das auch in binär. So, das sollte jetzt binär sein. 1111110001. Könnte hinkommen und 2. Ja, doch, wenn das die 1011 würde das ja eigentlich eine 0 sein. Eine 1, eine 0, eine 1, eine 0, eine 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Wenn wir mal jetzt einmal durchspielen mit der zweiten. Das wäre die untere Zahl hier. Also 1, 1, 1. Wie viele Einsen haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal die 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal die 1. Und da kommt eine 0. 2 mal die 1. Hm. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich schlecht interpretieren, das Signal hier.
So, also eine Zahl wäre dann 60 Millisekunden. Ich weiß nicht, wie ich das hier interpretieren soll in Hex. Nee, binär. Ich schätze mal, das ist hier binärmäßig so aufgeteilt. Ich weiß nicht, wie genau er das macht. Welches jetzt hier von der 1 oder 2 ist, weiß ich jetzt nicht. Einer von beiden. Ich bin jetzt nicht so bewandert, das hier zu interpretieren. Sagen wir es mal so. Hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich nicht informiere oder sowas. Aber hätte ich jetzt hier so einen Logic Analyzer oder was, der könnte mir das ja vielleicht noch sagen. Gut, aber ihr hattet das gesehen hier, wenn ich die 1 drücke, sollte er eigentlich irgendwas zeigen. Da war was, da ist noch was. Also, ihr seht, da kommt was. Kanal 2 ist genau dasselbe, aber wie das Signal insgesamt aussieht, da sieht dann noch ein bisschen was mehr aus. Wenn ich das jetzt einmal nochmal einen Single Shot mache. Wieder so ein Zickzack-Döns. Nee, das passt nicht. Nochmal ran. Dafür ist das Ossi, glaube ich, zu langsam. Hier hinten müsste er jetzt was haben. Ich glaube, jetzt hat er auch wieder zwei Zahlen geschickt. Ja, da fing die zweite Zahl schon an. Ja, das ist die erste Zahl. So, wie ich da schon gezeigt habe, kann ja mal einer sagen, wie das denn ist. Sind wir wieder bei 10? Nur 20 Milli. Also 2, 4, 6, jetzt ist es 6,5. Also 60, 70 Millisekunden lang. Vorhin waren wir bei 60 Millisekunden. Naja, gut, wollte ich euch zeigen, also ich habe das mal kurz angezeigt. Ich habe ja gesagt, ich wollte euch mal zeigen, wie das Signal hier hinten rauskommt. Das kann der Arduino halt verarbeiten. Der schmeißt mir das hier entweder dezimal, hexadezimal oder binär raus. Ganz einfaches Ding. Ich kann da jetzt noch irgendwas mit Fäden machen, wenn ich dann noch die LED hell und dunkel schalten möchte. Und so weiter, das kann man ganz viel mitmachen. Aber habe ich eigentlich so keine Verwendung für, in dem Sinne. Momentan. Ist eine nette Spielerei, kann man mal machen. Aber ich wollte es euch mal zeigen. So sieht das am Infrarotempfänger aus. Ihr habt hier 3, 4 Beispiele gekriegt. Vielleicht kann ja einer mal das ein bisschen dekodieren, wenn er da bewandert ist. Ich hoffe, das funktioniert. Überhaupt, ich kann es nicht sagen. Vielleicht weiß es einer. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das hier direkt interpretieren soll in die Zahl da rein. Weil es passt irgendwie nicht, wenn ich jetzt hier von der Zahl gucke. 25 und 9, also ob das jetzt Hex oder Dezimal oder binär getaktet ist hier, ich weiß es nicht. Bin ich wirklich bewandert da drin, kann ich jetzt so nicht sagen. Digitaltechnik ist nicht so mein Ding. Schon gar nicht sowas hier. Datenzeugs. Das ist nicht meine Welt. Sagen wir es mal so. Dazu analysieren, zu interpretieren. Vielleicht ist ja einer unter euch, der das kann. Und dann kann er ja vielleicht mal was dazu schreiben. So, aber das war das, was ich mal zeigen wollte. Ich habe das einfach mal hier ein Sketch gemacht. Jetzt geht er nicht an. So. LED an, LED aus. Da an, aus, an, aus. Funktioniert, man kann ja wohl noch viel mehr mitmachen. Aber ich wollte es noch einmal auf die Schnelle machen und mal zeigen. Also so kann ich das hier dann auch mit dem Ossi, wie ich ja gesagt hatte, auch mal zeigen, wie das da mal ist. Wenn ich jetzt mal irgendwie ein Radio oder was repariere. Und das reagiert nicht auf die Fernbedienung, kann ich eben gucken, kommt das an dem hier an, kommt hinten auch
irgendwie ein Signal raus, verarbeitet er das bloß nicht. Mehr ist es eigentlich nicht, mehr wollte ich nicht zeigen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht mache ich hier drüber nochmal was Separates, ich weiß es nicht. Ist aber nur mal kurz zeigen, ich kann damit irgendeine LED an- und ausschalten. Wie auch immer, und einmal zeigen, wie das Signal aussieht. Mehr wollte ich nicht zeigen. Und dafür ist eben so ein Ossi am PC ganz gut, weil ich es hier ziemlich gut abgefilmt kriege. Gut, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi.